Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer neuen Mini-Aufnahmesession von Paper Mario, die Legende vom Mion-Tor. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen, schon mal im Ionenpalast umgeschaut. Oh, ich habe Leben verloren. Scheiße. Wir haben schon mal die ersten Gegner, so schöne dunkle Swoopies, plattgehauen und jetzt begeben wir uns weiter hinab in den Eonpalast. Wir sehen, ist hier unser nächster Gegner ein grüner Rotzklump. Rotzklumpen, cool! Das ist ein Zornlicht oder auch Rotzklumpen genannt. Sie sind Geister, die voller Rachsucht und Wut stecken. Schrecklich, findest du nicht auch? Brr. Nö, finde ich nicht. 10-5-0. Feuerattacken von Zornlichtern können auch dich in Brand setzen, weil du aus Papier bist. Versuch bitte, diese Dinger schnell zu besiegen. Bitte, Mario. Ja, kein Ding. Siehst du, besiegt. Immerhin geben sie 3 Sternpunkte, das ist ganz toll. Ey, leck mich, du Penner! Ist doch unfassbar dämlich gemacht. Woher wusste ich das nur? Oh, der Scheiß. Wollte mich das Ding doch glatt verarschen. Ich weiß nicht, war hier noch mal was? Ich mag übrigens die Musik. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was gleich kommt. Ja, er ist es. Ja, da ist er. Weich zurück. Ihr elenden Sterblichen. Verdammt ist jeder, der die Ruhe ihrer Majestät stört, die sehr finster ist. Kein Sterblicher soll jemals diese Schwelle überschreiten. Mamma mia! Ja, da haben wir ihn! Juhu! Lukasburg reloaded in extra smart. Jo, scannen wir mal den Geistertrill. Da ist er ja! Das ist ein Geistertrocken! Das Oberhaupt aller Knochentrocken! 20-5-2. Erreichen seine KP 0, geht er zu Boden. Aber er kann wieder auferstehen. Wenn du ihn aber mit Feuer oder Bomben besiegst, kannst du ihn endgültig schlagen. Du solltest ihn übrigens schnell und gründlich besiegen. So ein Geistertrocken hat eine Menge KP und ist kein wirklich leichter Gegner. Ach so, jeder Knochentrocken kann er sich auch Verstärkung rufen. Dieser Kampf kann ganz schön schwierig werden. Am besten besiegst du die ganze Brut auf einmal. Naja, definiere schwer. Da wollte ich nicht haben wir. Items, wir haben. Oh, wir haben Damenbinde, okay. Ein Haufen zu fressen. Erstmal verteidigen wir uns. Aua! Aua! Ich glaube, sie geht gleich erstmal flöten. Hilfe! Hilfe! Nein!
Nein, nicht für die Bekloppte! Boah, ey, verpiss dich nach hinten. Hast ja super hingekriegt, du dummes Vieh. Alter. Missbraucht die einfach unseren Lebenspilz. Kann doch echt nicht wahr sein. Alter, ja, boah, nein. Das, die Powerpoint-Wuchs kostet uns nur noch 8. Ja, Ziel will gelernt sein. Aua! Habt ihr gesoffen oder was ist mit euch los? Wow, ich bin wieder da! Tja, es war wirklich ein sehr schwerer Kampf. Ich bin geflasht. Dass wir das überhaupt geschafft haben, ist ein Wunder. So. Und schon winkt uns das nächste Level ab fröhlich entgegen. Yay, ein Palastschill. Wofür der wohl gut ist, ich weiß es nicht. Ich hätte die Dumpfbacke austauschen sollen. Blödes Vieh, du. Was unseren Lebenspilz verschwendet. Da, damit du beim nächsten Mal nicht sofort wieder verreckst. Bitch. Upsa, hey, komm. Hallo? Palastschill! Walte deines Amtes. Oh. Oh. Das gefällt mir aber sehr. Barbara! Yeah! Bams! Jo! So gehen wir ganz gekonnt und nicht gern gesehenen Kämpfen aus dem Weg, sag ich mal. Scheiße, die haben so viel Verteidigung. Imposanter Hammerschlag, der was hermacht. Ich bezweifle, dass ihr Feuerzauber da irgendwie was ausrichten kann. Also mal einfach mal den hier. Vielleicht brennt die Kanone gleich. Tatsächlich. Du bist cool, Barbara. Dankeschön. Das bringt euch nichts. Absolut nichts. Ein multipler Sprung, bitte, danke. Da leben die Säcke auch noch. Scheiße. Fuck. Leck mich doch. Nein, das mache ich doch nicht. Nein, das will ich nicht. Such mich doch! Vergewaltigung! Hihihi. Deppen. Ja, sie stirbt! Mama mia! Alter! Alter! Alter, geht's noch? So, Jack, du hast jetzt wie die Eier. Geht das? Tatsächlich! Stirb! Los, Barbara! Verbrenn die Kanone, bitte! Danke! Aua! Mann, stirb! Danke.
So. Mit wenig Petroleum im Repertoire ist das gar nicht mal so schnell zu erledigen hier. Das ist aber eine magere Ausbeute. Hey, bleib hier! Attacke! Ich dachte schon. Vorhang auf für den nächsten Kampf! Haha! Und unser nächstes Level Up ist schon mal gesichert. Bams! Stirb! Haha! Geil! Aber warum geben die auf einmal 4? Die haben doch vorhin nur Dings gegeben. Die Dingens, du weißt schon. 3 Sternpunkte. Das verstehe ich jetzt gerade nicht wirklich. Aber egal, ich möchte mich nicht beschweren. Der alte Haudegen wird den Tag retten! Weil er cool ist. Nein! Nein! Alter, du behindertes Vieh! Du musst sterben! Das ist verwirrt und hilft dann auch noch. Das ist ja unverzeihlichst. Verrecke! Verrecke er, hoffentlich. Möge er, also hier eine Qual von uns so. Du gehst jetzt auch baden. Bäh! Level up! Level up! Wir nehmen mal ein bisschen mehr Herzelein, das können wir gut gebrauchen. Ja, ich danke dir. Münzen. Hallo? Ah, geht doch. Guck mal, wie so ein Depp, ey. Hüp, 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 hüp. Mach's gut. Jetzt geben sie nur noch 3. Schweinerei. Aber immerhin besser als gar nichts. Oder am Ende des Kampfes für 50.000 besiegte Gegner einen Sternpunkt. Was dann immer sehr berauschend ist. Ja, Geld. Ah. Juhu. Yeah. Ah, ah, ah. Und los, du bist dran. Hallo. Hoffentlich können wir sie jetzt mit einem Schlag platt machen. Verdammt, es reicht nicht ganz. Aber wir sind cool, deswegen sei uns das verziehen. Ja. Einen nächtlichen Schattenhieb. Bitte und danke. So, und weil ich keinen Bock auf euch habe, machen wir einfach mal den hier. Darmwinde mit extra großen Stückchen. Hab ich mich jetzt selber angerotzt, ey, scheiße. Yay! Heute noch! Ah, Geld. Weil sind wir wieder ultraminös reich. Kannst du auch nicht sagen. Ja, aber ja klar. Hua! Nein! Au! Arschloch, du! Warte, Freundchen. Ich bin cool!
Aua, lass den Scheiß. Aua! Lass Barbara in Ruhe, du Arschgesicht. Jetzt muss ich mich erst verteidigen. Ich auch. Aua. Au! Was habt ihr jetzt davon? Ja! Oh yeah! Feigling, voll Win! Bloß nicht so richtig kämpfe die hier, ne?